Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online mit mir, dem Retro Gamer. Wir sind im Alpha Quadranten und spielen diesmal die zweite Mission der Breen Kampagne. Früher war es eine Hauptkampagne, inzwischen ist es eine Nebenkampagne. Die Mission heißt In der Kälte. In der Kälte. Wir haben den Kontakt zu zwei Transportern verloren, die in den äußeren Kolonien unterwegs sind. Es waren über 400 Tifiri auf diesen Schiffen. Und mit der steigenden Bedrohung durch die Breen fürchte ich das Schlimmste. Ihre letzte Position war in der Nähe von VZA 4001 und ich schlage vor, dass sie ihre Suche dort beginnen. Die Breen haben keine Bedenken, zivile Schiffe anzugreifen. Wir suchen den Frieden zu den Breen, wie auch zu allen anderen Wesen. Doch sie beantworten unsere Freundschaftsgesuche mit Tod und Zerstörung. Finden Sie unsere Schiffe. Wenn es Überlebende gibt, bringen Sie sie bitte sicher nach Hause. Begeben Sie sich zu VZA 4001 im Defera-Sektor des Alpha-Quadranten und suchen Sie nach den verschwundenen Deferi-Transportschiffen. Akzeptieren. So, wo müssen wir hin? Da. VZA 4001 ist ein unbewohntes Sternsystem. Die drei Planeten dieses Systems wurden vor ca. 5200 Jahren zerstört, als eine der zwei Sterne im System kollabierte und ein schwarzes Loch schuf. Die Gravitationskraft des schwarzen Lochs erfolgte von einem Winkel der Planeten aus und die Schwerkraft riss die Planeten auseinander. Der Bereich liegt an der Haupthandelsroute für den Defera-Sektor. Sir, wir empfangen ein Notsignal des Defera-Frachters Sabok. Ich leite es jetzt auf den Hauptschirm, Sir. An alle Schiffe in Reichweite, hier spricht der Defera-Frachter Sabok. Wir werden angegriffen und brauchen sofortige Unterstützung. Wir haben keine Waffen an Bord und unsere Schilde versagen. Wenn jemand diese Nachricht hört, helfen Sie uns bitte. Das muss einer der Stoßrups der Breen sein, von denen wir gewarnt wurden, Sir. Wenn wir nicht schnell dorthin kommen, wird es nichts mehr zu retten geben. Ich habe die Sabok durch Verfolgung des Notrufsignals geortet, Sir. Und wir können auf Ihren Befehl hin angreifen. Vielen Dank, dass Sie uns gerettet haben. Die Breen haben unser Schwesterschiff, der Paktau, an unserem ausgemachten Treffpunkt aufgelauert. Wir haben einen Mikrowarpsprung gemacht, sobald die Breen eintrafen, und verwendeten das Magnetfeld des Kometen, um unsere Signatur zu verbergen. Aber die Breen haben bessere Sensoren als wir. Sie haben uns gefunden. Wenn sie nicht rechtzeitig gekommen wären, hätte man uns ausradiert. Ich fürchte, dass die Breen uns an unserem nächsten Haltepunkt auflauern werden. Deshalb versuche ich, vor dem Zeitplan dort einzutreffen und wieder weg zu sein, bevor sie ankommen.
wenn sie bitte die Paktau finden würden. Es waren Dutzende von Leuten auf dem Schiff. Das ist das Deviri-Schiff Paktau. Wir sind einem Breen-Versklavungsangriff entkommen und unsere Antimaterie-Eindämmungseinheit und die Warpspuren sind nicht mehr funktionsfähig. Wir brauchen sofort Ersatzteile. Wir sind haarscharf vor einem Warpkernbruch. Gibt es ein Schiff in Reichweite? Bitte, wir brauchen Hilfe. So, dann mal zum nächsten. Da ist auf jeden Fall was zum Einsammeln. Theoretisch eine Anomalie ist noch da. Aber da wurde mir jetzt nicht angezeigt, wo die sein soll. Sir, es treffen Breen-Schiffe mit Warp 7 ein. Zwei Wellen, so wie es aussieht. Die erste sollte in wenigen Sekunden über uns sein. Gefechtsstation. Streich. Zweite folgt zugleich. Uiuiui. Vielen Dank für Ihre rechtzeitige Unterstützung. Ab jetzt sollten wir klarkommen. Ich möchte auf unser Schwesterschiff aufschließen, dieser Bock. Es floh beim ersten Anblick der Breen Raider. Wir hörten, wie einige der Versklaver, die uns angriffen, über das Saria-System sprachen. Wenn Sie dieser Breen-Plage ein Ende setzen wollen, sollten Sie vielleicht dort nach ihnen suchen. Kurs auf das Saria-System ist gesetzt, Sir. Es sieht so aus, als ob es dort nichts von Interesse gäbe, nur ein zerbrochener Planetoid. Die Systemscans der Deferi waren schon recht alt. Es muss sich also etwas geändert haben. Bereit auf Ihren Befehl hin anzugreifen, Sir. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg zum Saria-System.
So, wäre ja noch schöner, wenn man direkt im Saria-System schon angekommen wäre. Dann könnte man jetzt Zeit sparen. Alpha Saria 30 ist ein heißer Klasse G-Stern, der dem Stern im Zentrum des Sol-Systems sehr ähnlich ist. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn des 22. Jahrhunderts war der Stern ein kühlerer Klasse K-Stern. Die Firi-Wissenschaftler glauben, dass die neutralen Metalle im Kern des Sterns mit einer Quelle aus Protomaterie in Kontakt kamen, den Stern dadurch entzündeten und die Kerntemperaturen hierdurch erheblich anstieg. Die anschließende Explosion zerstörte die zwei Welten im nahen Orbit des Sterns. Dann fahren wir mal mit der Mission fort. Sir, dieser zerstörte Planet hat einen Kern, der reich an Dilithium ist. Es sieht so aus, als ob die Breen eine Mine in den Resten des Planetoiden errichtet haben. Und wie angenommen, setzen sie alle Gefangenen die Firi als Fronarbeiter ein. Wir müssen die Feldwachen der Breen besiegen, bevor wir zur Mine runterbeamen können. Es scheint, als sei dort nur eine kleine Streitmacht vorhanden, Sir. So. Scheint ein bisschen zu laggen. Okay, anscheinend muss ich jetzt doch das Kriegsschiff hier vorne erledigen. So, das war der erste Streich. Wäre so schwer sein, den Gatte da Platz zu machen. So, drei Staffeln habe ich, eine fehlt noch.
Zinkers. Der letzte. Geht doch. Das ist die letzte der Scout-Staffeln, Sir. Leider können wir die Deferi nicht hochbeben. Die Breen haben eine Art Transporter-Disruptorfeld eingerichtet. Wir müssen darunter und es deaktivieren, bevor wir die versklavten Deferi retten können. Dann gehen wir herunter. Sir, die Sensoren zeigen, dass die Breen drei separate Transportdisruptoren verwenden. Wir müssen diese Disruptoren ausschalten, bevor wir die Gefangenen zurücktransportieren können zur USS Dacia. Die Transportdisruptoren scheinen speziell auf die Deferi-Physiologie zugeschnitten zu sein. Damit können die Breen rein und rausbeamen, wie sie wollen, aber die Gefangenen würden eingeschlossen bleiben. Das erklärt auch, warum unser Transportersignal nicht unterbrochen wurde. Wir müssen auch innen alle Breen-Wachen neutralisieren. Wir können keine unerwartete Breen-Technologie riskieren, die vielleicht in unsere Rettungsaktion eingreift. So. Gehen wir mal hier hin. Überprüfen Sie die Gefängniszellen. Diese Gefängniszellen sind in der Transporterabschirmung eingebunden. Wenn wir sie abschalten, können wir die erfassten Deferi retten. Ich empfange auch weitere Deferi-Lebenszeichen auf anderen Ebenen. Anhand der ersten Angaben sind alle Zellen mit demselben Mechanismus verbunden. Unsere liebe Miss Fletcher scheint immer vorangehen zu wollen.
Transporterblockierung deaktivieren. Und hier ist was zum Einscannen. Direkt hinter der Ecke ein Marine. Und noch mehr Marine. Oh, meine Miss Fletcher ist schon wieder bewusstlos. Oh Gott, ist schon da. Noch andere rum. So, Torenpartikel zum Scannen. So, und jetzt anscheinend nur noch eine Gruppe Breen. Gucken wir hier mal ums Eck. Da hinten sind sie. Das waren alle Transporterabschirmungen und Wachen, Sir. Ich erfasse einen neuen Kontakt auf der Station. Vielleicht haben wir die Neugier des Breen-Commanders geweckt. Wir sollten sicherstellen, dass die Deferi sicher weggebeamt sind, bevor wir diese neue Bedrohung untersuchen. Wir haben die Bestätigung, dass alle Gefangenen Deferi sicher transportiert wurden. Wir können umkehren. Sie sind doch bekannt als Kempinski. Ich habe mir sie irgendwie eindrucksvoller vorgestellt. Immerhin war Tod Wen einer meiner zuverlässigsten Veteranen. Ihn zu besiegen, muss sie an ihre Grenzen gebracht haben. Ich würde gerne sagen, dass ich mich darauf freue, sie persönlich zu treffen. Aber da ich erwarte, dass Tod Gran ihr Leben hier beendet, fürchte ich, dass das nicht möglich sein wird. Sie waren interessant, aber letztlich unerheblich. Auf Wiedersehen.
Eieiei. Geschafft. So, Außenteam ist wieder bei Bewusstsein. Das ist es. Nachdem wir jetzt den zuständigen Offizier in Gewahrsam genommen haben, sollte die gesamte Minentätigkeit in die Binsen gehen. Aber wer hat diese Botschaft geschickt? Totrell? Könnte er hinter all den Problemen stecken, mit denen sich die Defiri abplagen? Wir müssen der Sache genauer nachgehen, Sir. Die Sternenflotte sollte fähig sein, Patrouillen zu senden, um sicherzustellen, dass die Breen sich hier nicht weiter breit machen. Oder die Defiri vielleicht selber hier eine Lithiummine errichten. Wir können gehen und wenn sie bereit sind, Sir. Dann verlassen wir das System. Die Überlebenden sind auf dem Weg nach Hause und wir werden eine Expedition entsenden, um die Machbarkeit des Minenbetriebs durch uns selbst zu prüfen. Ich denke, dass es ratsam wäre, eine gemeinsame Operation mit ihrer Regierung in Betracht zu ziehen. Die Ressourcen im Saria-System sind knapp und die beste Möglichkeit zur Wahrung des Gleichgewichts liegt darin, diese mit ihnen zu teilen. Danke für all Ihre Unterstützung. Ihre Handlungen tragen zur Wahrung der Balance bei. So, damit haben wir auch diese Mission abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.